Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal und ja. Und zwar habe ich mir heute mal gedacht, ich wurde gerade als Hacker beleidigt und ja, da habe ich Bock bekommen eine Runde zu spielen auf Yatex Network. Wir haben ja eine der beiden neueren Maps, ich weiß gar nicht, gibt es nur eine oder gibt es zwei, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ja. So viel dazu, da lassen wir auch mal ein bisschen Abwechslung hatten. Und hier ist was Witziges, weil man kann sich hier sozusagen extra Teammates holen, weil es ein bisschen verbuggt ist. Nämlich, so, er folgt mir jetzt, don't kill the golem behind the, okay, so. Jetzt haben wir den Golem, ich hoffe mal, dass die den einfach lassen werden, sonst wäre das schon ziemlich scheiße. Und ja, ich werde mich jetzt mal direkt zum Gegner bauen und ich habe mir halt gedacht, heute hau ich mal direkt einen fetten Talk raus, weil ja, es gab lange kein Minecraft PvP mehr. Jetzt kommt auch nur eine Runde Yatex Network. Und ja, spiel wieder mit dem Constipack 2.0, Link in der Beschreibung. Und ja, wenn euch das Tipp hier gefällt, könnt ihr gerne Verbesserungsvorschläge machen. So, der Kollege kommt jetzt nämlich mit. Ist da noch hinter ihm? Nein. Okay. Oh Scheiße, jetzt ist der eine Typ, jetzt hat der eine Typ das natürlich entdeckt. Oh Gott, lol, der hackt! Kann das sein? Oh Gott. What the fuck? Der wirkt ehrlich gesagt ein bisschen seltsam auf mich. Ich weiß nicht, ob es einfach nur der Spieler ist oder ob es schlecht eingestellte Hexen sind. Naja. Komm schon bitte. Bitte, okay. Nice, ich bin am Bett. Okay, nice. Okay, sein Leben ist auf jeden Fall beendet. Hier ist wieder der eine Typ. Das nehme ich mal jetzt lieber schnell beende. Der kommt mir aber echt ein bisschen anders vor, aber ich glaube, das ist einfach nur gut, weil so einen schlechten... Normalerweise, ihr wisst es, hacken die Spieler anders. Und ja, ich habe jetzt so eine Art Masterplan natürlich entwickelt. Hahaha. Und zwar wird es in nächster Zeit wieder mehr Videos geben. Ich werde versuchen, vielleicht die Qualität ein bisschen mehr hochzuschrauben. Vielleicht wird auch noch mal das ein oder andere geschnittene Video kommen. Aber darauf werde ich mich nicht so einpendeln. Und ich habe auch überlegt, auf meinem Zweitkanal ein paar mehr Videos zu bringen. Halt auch mal random Runden. Und ja, falls jemand nach einer Runde noch Bock hat, was anderes zu gucken. Und ja, die werden aber nicht geschnitten sein. Und ja, hier könnte ich zum Beispiel, das kann ich sogar gleich mal versuchen, das zu bringen. Und ist das ein deutscher Spieler? Weil der sieht aus vom Skin her. Ja. Türkisch Huawei, der... Naja. Okay, er kann strafen. Okay, der... Für den Yatex Network Spieler ist der echt nicht scheiße. Oh Gott, fuck. Okay, ich habe ihn noch bekommen. Nice. Für einen Yatex Network Spieler sah es echt nicht scheiße aus. Oh Gott. Okay. Und den Weißen kümmern wir uns später, weil der ist echt gut. Aber das gilt hoffentlich nicht für Team Grau. Haben die Bett eingebaut? Das sieht ein bisschen so aus. Wobei. Die haben ihr Bett, glaube ich, nicht eingebaut. Das wäre natürlich nice. Nee. Das ist Grau. Scheiße. Ich bin Team Gelb. So. Und ja. Es wird mehr Abwechslung geben. Neue Spielmodi. Ja. Spannendere Videos. Wie ich auch jetzt. Gerade versucht, dass ich so ein bisschen in den Kampf gehe. Und ja. Das klappt natürlich nicht, wenn die Gegner einfach zu dumm sind und runterlaufen, sich gerade noch so retten. Und ja. Ich habe noch zwei Teammates, ist ganz gut, auch wenn die natürlich nicht viel bringen, außer vielleicht mal retten. Und ja. Was hat der denn hier gebaut, der eine Typ? Also,
erstmal der mein Teammate und dann noch der andere, was der hier für einen seltsamen Weg gebaut hat. Und ja, uns mittlerweile völlig ausgelöscht. Turkish Ruby lebt natürlich noch von dem Team. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Und ja, was ich noch kurz sagen wollte, für die Leute, die das FIFA-Video noch nicht gesehen haben, für die ist, die können sich es gerne angucken. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt eine SD-Karte, eine Einblendung, die ich einfach mal mache. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache oder ob ich es nicht tue. Aber ja, falls ich es mache, könnt ihr draufklicken. Falls nicht, könnt ihr natürlich so drauf gehen. Das ist erst wie auf meinem Kanal für Leute, die noch nicht subscribed haben. Und ja, sonst könnt ihr einfach bei Videos gucken. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte neueste Video. Und ja, mittlerweile ist dieser türkische Huawei auch tot. Wir können uns hier noch mal ein paar Kills abstauben. Okay. So. Scheiße, ich glaube, er hat es gesehen, was ich hatte. Okay, so. Bitte stirb. Er ist nicht gestorben, scheiße. Okay. Komm schon, Bo. Nein, scheiße. Nice, easy, get wrecked. Ich schätze. Oh Gott, da war noch was von irgendwie hinten. Und ja. Da ist direkt der zweite. Oh Gott, der könnte mich jetzt halt schon. What the fuck? Okay, ich muss ihn jetzt killen. Das war ganz seltsam. Vor allem auch meine Hits gerade, lol. Und ja, ich wollte jetzt auch noch nur noch wieder ein Bier. Dann habe ich mein nächstes Upgrade, nämlich hier auf der Rüstung. Und ja, heute mal kein Getdown, weil ich in den letzten zwei Tagen, glaube ich, gar kein PvP so richtig gespielt habe, sondern ja, ich habe heute relativ wenig gezockt. Zahnmals wird es natürlich wieder gehen, das wird jetzt wieder aufgenommen und ja, es wird krasser als vorher und ich denke mal, ja, ihr freut mich darauf. Ich bin auch jetzt wieder in so einer Phase angekommen, wo ich komplett motiviert bin hinter. Und ja, das war ja so ein bisschen das Herbstloch oder so, aber jetzt, wo es langsam kälter wird, habe ich irgendwie wieder Bock bekommen. Und ja, weil vorher war ich nicht so motiviert in den Tagen, vielleicht hat man das auch ein bisschen gemerkt. Und ja, ich hoffe auch, dass das hier ein paar Leute angucken. Und ja, wie gesagt, mir ist halt das Video besonders wichtig, weil da steckt halt enorm viel Arbeit drin. Alter, was hat die Typ hier gemacht? Ich mag die irgendwie nicht. Auf jeden Fall haben wir schon im Finale. Ist erst 7 Minuten gespielt, lol. Und ja, ihr seht, ich habe gerade TP-Bugs. Ist manchmal so, vor allem wenn ich das Kunstpack reinnehme. Ich schätze mal, dass es an den Schwertern liegen könnte. Aber es könnte halt auch an einem anderen liegen. Das andere Team ist Grey. Irgendwas hat der Typ da gerade gemacht, was ich nicht mitgekriegt habe. Mir fällt gerade auf, ich könnte erstmal sein Leben hier beenden. Okay, ich warte. He haven't got armor. Okay, ja, jetzt. Das bringt uns beiden, glaube ich, nichts. Jetzt hier zum Boss beim. Und ja, ich würde versuchen mit EP rüber zu gehen und dann halt zu killen. Anders sehe ich jetzt gerade nicht die Chance. Und ja, vielleicht noch ein paar TNT-Sachen. Weil damit kann man, habe ich jetzt rausgefunden, doch alles zerstören im Gegensatz zur Gaskugel, also auch Endstein. Das war von irgendwo anders her, vielleicht von Timurut. Und ja, hören hier. Das ist nicht mal unsere Base. Ich bin gerade in einer random Base, aber vielleicht könnte ich mir noch bis eine Upgrade holen. Ich habe nebenbei einen Kaugummi im Mund. Ich weiß nicht, ob man das wirklich laut hört. Ich hoffe mal nicht. Und ja, 6 Gaskugeln dürfen erstmal reichen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das reicht, weil das so ein bisschen verbuggt angezeigt. Aber es hat nämlich gereicht. Es stand nämlich eigentlich 6, aber es reichen erstmal 4 und erst beim zweiten Upgrade 6. Für die Leute, die sich mit dem Server auskennen oder generell, ist ja halt von Hypixel geklaut und ja,
Ich mag ja, wie gesagt, Sachen, die geklaut sind, finde ich witzig und ja. Natürlich nicht so witzig für die Ersteller von Sachen, aber da kann man leider schwer was gegen machen. Und ja, deswegen sollte man das auch nicht unter den Teppich kehren, so nach dem Motto. Ein TNT würde ich jetzt gerne noch mitnehmen. Und ja, es würde eigentlich schon reichen, einfach nur Verwüstung anzustellen. Ich würde halt gerne, wenn die halt noch leben bis dahin, über ihre Base, so mich hochbauen, dann auf ihre Base wieder drauf gehen. Wobei, ist das da schon die graue Base? Das ist schon die graue Base, kann das sein? Das ist die graue Base. Wenn das so ist, habe ich jetzt ein Problem, aber sie haben jetzt auch ein Problem. Okay, ich nehme jetzt einfach mal alles TNT, was mir zur Verfügung steht, töte erst noch mal den Kollegen hier. Wobei, erst könnte ich das Bett abbauen, dann ist er gleich tot. Und ja, jetzt will ich leider nicht mehr den Kill hinkriegen. Wir haben noch beide Teammates. Jetzt ist einer gestorben, ich weiß nicht wodurch. Und ja, ich weiß nicht, ob die Gegner Legend sind, ob die hacken oder so weiter. Und ja, hier unten ist noch jemand. Ich schätze mal, es ist ein Gegner. Hinter mir ist mein Teammate. Lol. Wen habe ich da gerade? Habe ich gerade wen gehittet? Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Naja. So, ich habe aber einen Kill bekommen, obwohl er die ganzen gemacht hat. Und ja, das war hier gerade. Ist hier noch wer? Silvia? Leute. Leute, geht mir nach. What? Lol. Was tut er da? Warum geht er mir nach? Naja. Dann will er scheinbar, dass ich ihm zeige, wo Gegner sind. Keine Ahnung. Und das einzige logische, wo jetzt noch der rote sein könnte, ist hier. Dann hätten wir sogar relativ schnell gewonnen. Und ja, das ist halt zum kleinen Talk, was ich halt so die nächsten Tage und Wochen vorhabe. Und ich werde es auch jetzt im ersten Teil des Jahres wieder hoffentlich einen höheren Abo-Zuwachs geben als im zweiten Teil. Das ist ja immer bei mir so gefühlt. Und ja, das hier habe ich jetzt. Mein Kanal wird ja auch bald ein Jahr alt. Darf man ja nicht vergessen. Der ist erst ein Jahr alt. Und ja, okay. Alter Idiot. Okay, hoffentlich überlebe ich das. Hoffentlich überlebe ich das. Okay. Okay. What the fuck? Hackt der? Hat der Anti-Knockback? Ich teste es mal kurz. Aber es sieht mir relativ stark nach Anti-Knockback aus. Tatsache. Ich glaube nicht, dass das ein Bug war. Wurde zwar ein bisschen geboostet, aber es sah mir mehr nach Anti-Knockback aus. Und er hat, ja, er hat sogar überlebt. Lel. Und ja. Gerippt. Müsste dazu noch was sagen? Zählt das jetzt eigentlich als Win, da ich jetzt gestorben bin? Dann müsste ich jetzt, glaube ich, 103 haben. Hä, ich habe 118 Wins? Lol. Naja, ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ich habe, glaube, ich nicht meine 5er KD. Jetzt habe ich irgendwie nur noch. Ne, Moment mal. Doch, ich habe eine 5er, wahrscheinlich sogar fast 6er KD. Okay, ich habe auf die falsche Zahl geguckt. Hier an der Seite sieht man meine Stats, das sind mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut auf jeden Fall ein FIFA-Video vorbei. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und ciao.